Guten Morgen, liebe Sorgen. Ausgeschlafen, auch wenn ich nicht so aussehe. Fix die ganze Zeit meinen Kopf. Hast du gut geschlafen wenigstens? Du Sag mal Jim-Bom-Bom. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal ganz anders. Heute machen wir einen kleinen Vlog, Leute, auf ganz entspannt. Ich habe ein bisschen Magenschmerzen heute. Deswegen mache ich mir jetzt einen Baba-Tee in meinem Baba-Gala-Becher, Tasse, was auch immer. Eins wollte ich noch ganz kurz loswerden. Vielen Dank auf jeden Fall für den ganzen Support. Ihr seid da, die Kommentare sind und die gehen wirklich ans Herz. Wir machen genau weiter so, macht auch ihr genau weiter so. Weiß auf jeden Fall aus meinen Stories, dass Rajab mich immer vor der Tür warten lässt. Er macht die Tür schon wieder nicht auf. Ich stehe hier wieder rum. Ich weiß nicht mal, ob er hier ist oder nebenan. Informationen gibt es auch nicht. Yeah. Ich habe gerade über dich gelabert. Ja. Ich habe gerade über dich gelästert. Heftig, Digga. Der ist sexy. Lass mich mal fahren einmal damit, ne? Fahr mal, Digga. Ich bin eigentlich einmal gefahren, Digga. Oh, rein, Mark. Hat Raja jetzt meinen E-Scooter und ich wohne jetzt hier, Digga. Wir haben ein Problem, Bruder. Was denn? Ich hab kein Auto. Du willst doch meine Eltern warten, Digga. Wallah. Wo willst du denn? Nicht Mercedes. Wollen wir Mercedes? Jetzt auch entspannt, Digga. Bisschen Autos gucken und so. Weißt du, ich brauche ein neues Auto, Digga. Adam, das steht dir auch ganz ja, gut. Ja, schon, Digga. Aber Bruder, wenn man Chicks abholt und so, kann ich ja nicht damit kommen. Weißt du, was ich meine? Nee, das Nein. dachte ich auch. Das dachte ich auch, aber es funktioniert. Ja, aber Bruder, du hast immer nur ein Stück. Ich hab mehrere, weißt du? Jetzt muss das auch einklappen, Mama, Digga. Nein, Bruder. Holle. Ja, Adam. Was meinst du, wie oft ich die benutzt habe? Ich habe einen Autounfall gehabt und ich war vorgestern war ich beim Arzt, ne? Und der Kollege meinte zu mir, yo, das sieht sehr schlecht aus. Das wird noch bis zu 3 Monate vielleicht dauern, bis du deinen Finger komplett bewegen kannst. Ist so nice, Digga. Ist so geil, echt, Bruder. Das ist echt scheiße. Geil, weißt du, weil Sport und so alles flöten gegangen auf jeden Fall. Und deswegen muss ich die Schiene tragen. Man merkt auch schon. Bruder, ich habe richtig zugenommen, Digga. Ich habe richtig Bauch bekommen, so ein kleines Bäuchlein. Und ja, damit sie nicht denken, das ist irgendein Ring oder so. Bruder, viele dachten noch, das ist ein Ring oder so. Also ich war unterwegs, die so, oh, was ist das für ein Ring? Wallah. Wallah. 13 Zollfelgen, Rollen, Baby. Auf meinem Volkswagen. Es ist egal, ob sie wollen oder nicht, Baby. Volkswagen. Drum, bumm. Du hast Schaden ein bisschen bekommen, glaube ich, Bruder. Ja. Ne? Die Kommentare tun dir nicht gut. Die Kommentare tun mir sehr gut, Digga. Die Kommentare sind sehr nice, ja, Digga. Ja, hab ich auch schon gesagt, Kommentare genauso weiter. Du hast ja das ganze Video schon alle gedreht, Digga. Hab ich alles schon gesagt. Hab ich mir alles gesagt und gezeigt, Digga. Scheiße, Bruder. Ich nicht machen, du bist doch allein zu Mercedes gefahren, Digga. Ne? Oh, Digga. Ich brauche einen Kameramann, Bruder. Ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht mich selber filmen, Bruder, weißt du? Du musst Stabilisator in deinen Arm reinmachen. Du musst stabil gucken jetzt, konzentriert auf Straße so mäßig. Achso, mich filmst du? Eine. So? Ja. In meinen Augen aussieht wie ein französischer Rapper, also ja. Er könnte ins Milieu rein. Ja, bei PNL, weißt du, als Schauspieler. Da zum Beispiel, oder auch selber einfach, Digga, selber eigenes Ding machen, weißt du. Merci beaucoup. So, je m'appelle Raja. Hey, et toi? Moule rouge et moule rouge. Wer ist das nochmal? Molle Rouge und. Oh, Bruder, das ist viel zu kompliziert. Nein, also echt nichts? Nein. Sicher, Bruder? Ein Kaffee oder so? Mhm. Ich hätte gern einen Cheeseburger. Ein Chickenburger. Ja. Eine kleine Cola. Das war's, dankeschön. Und deine Telefonnummer? Warum fickst du mich, Digga? Du Wichser, Digga. Paramerde? Oh! Ich weiß, die Fuffis in den Club bestreiten. Oh. Boom. Das sieht aus wie von Kevin allein so aus, dieser eine Verbrecher bisschen, Digga. Ja, und ich wie dein Komplize. Ja, Bruder, wir sind beide. Wie schmeckt dir dein Burger, Bruder? 1A, Habibi. Gefunden.
Ja, aber ich warte noch ein bisschen, ja. Bis ich Führerschein habe. Ich könnte mir auch gerne ein paar Tipps geben, Leute, was für ein Auto wir als nächstes holen sollen. Du wechselst einfach die Seiten, Digga. Ja, ne, Wallah, ich hätte nie gedacht. Das ist krass, Bruder. Wallah, jetzt nie, ich bin echt größter Samsung-Hater eigentlich. Und jetzt hast du einfach ein Samsung S-Fold, heißt das? Ja, Mann. Oh, Bruder, ich bin auch echt gespannt, ja. Wallah. Das Handy gehört uns beiden, ja, ne, meintest ja, du? Safe, ne? So wie dein Auto drin, das du hier holst, Digga. Ah, wenn das gehört, ey, Bruder, ja, nee. Sonst behalt dein Handy, Bruder, alles gut, sei es drauf, Bruder. Und bald das für dich, Bruder, hast du recht, das ist deins, ja. Bruder. Galaxy Z Fold Drill 5, was ist das für ein Name, Digga? Was denken wir, die sind? Boah, Bruder, was ist das, Junge? Was hast du dir geholt, Digga? Aber ich sag doch. Ist das Handy oder Tablet, Bruder? Uff. Degen Morg. Ab jetzt ist andere Zeitalter, Digga. Bruder, das ist echt groß, Digga. Das ist echt groß. Bruder, wie so ein Buch, Digga. Das ist echt radikal. Aber klapp mal ein. Chillig, das chillig, ne? So was geht. Ja, klammer wieder auf, klammer wieder auf. Schick mir mal das Video dazu, ja? Schick mal diese ein. Bruder, weißt du, was die richtig kacke gemacht haben? Jetzt kommt's. Und auch beim neuen iPhone 13 so. Ja. Die schicken dir nur noch Kabel, ne? Achso, kein Plug mehr, ne? Nee. Digga, das ist eine Frechheit. Und jetzt dieses Ding, Digga. Das heißt, ist eine Frechheit, Digga. Ich muss dieses neue holen. Ich kann nicht mein altes Teil benutzen. Das kann ich dir geben. Hast du? Habe ich zu Hause. Meins ist kaputt, also mein Kabel ist kaputt. Wallah. Das kannst du behalten. Das ist krank. Kostet nur 5,95 für dich. Okay, dann zeigst du uns. Wow. So Leute, wir kommen zum Ende des Vlogs, des Videos. Und wir dachten, am Ende zeigen wir euch mal eine kleine Hörprobe, was wir die letzten Tage aufgenommen haben. Es klingt nicht perfekt, weil wir es alle selber hier aufgenommen haben. Es wird noch alles bearbeitet, verarbeitet und reingearbeitet, weißt du? Puerto Rico Vibes in meinem kleinen Dorf. Bin ich Westside, Bitch, ich bin von the North. Häng um Mitternacht am Spiel die Hallo, 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 reicht. Jetzt zeigen wir noch die Hook, dann war's das auch. Jetzt kommt Rajas Hook, Digga. Okay, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Wir brauchen keinen Schmutz. Wir sind wieder wach. Gib den Handy an mein Glas. Ich mach was ich will, kick down in der Art. Wieder viel zu laut. Das war's. Wollen wir noch was zeigen? Lass einfach die Hook einfach laufen, Digga. Einmal die erste Hook. Die erste Hook, da sind wir beide hintereinander. Ja, kann man einfach laufen lassen. Jetzt kommt der nächste Song. Das ist auch alles nur roh aufgenommen, Leute. Einfach nur Skizzen sind das, okay? Also, gönnt euch. Ich glaube, das ist so ein richtiger YouTuber-Musiksong, Pop-Song. Ja, weißt du, was ich meine? Vielleicht nicht, Digga. Das war's für heute, würde ich sagen. Ja, Mann. Wir verabschieden uns. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Die Qualität war nicht die beste heute, aber wie gesagt, das ändern wir alles noch. Wir holen noch eine kleine GoPro, habe ich schon gesagt, weißt du? Du hast ja alles vorher gesagt. Ich habe alles gesagt, tut mir leid. Aber GoPro kommt und haben wir Top-Qualität, Digga. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ey, wir haben vergessen, Kommentare vorzulesen. Ich habe einen rausgesucht. Ich auch. Mein Kommentar, den ich rausgesucht habe, ist von Abis Kill Edge. Ich glaube, der Sänger von Nobody Perfect kannte euch noch nicht. Macht weiter so, Maschinen. Boah, was mein... Das ist so eine richtige vom Herz, so, weißt du? Bin ich nächstes Mal auf dem Date, Digga. Ja, ne? So ein ist das schon. Okay, jetzt bitte deinen Kommentar. Und ich habe eine kleine Regel gebrochen, auf jeden Fall. Ich habe meinen Kommentar nicht vom letzten Video genommen. Bakit schreibt: Hallo Raja und Aibo, ich schaue euch, seitdem Raja dieses Michael Kors-Mädchen auseinandergenommen hat. Schon länger her. Das soll keine Bitte sein, sondern ein Verständnis von euch. Und es ist mir sogar peinlich zu fragen. Jedoch hat meine Mutter bald Geburtstag und ich habe das Geld nicht, ihr eine Freude zu bereiten. Wenn ihr wissen würdet, was für eine Freude ihr mir geben würdet, damit einfach ewig dankbar an euch. Ich danke, falls ihr es gelesen habt. Bleibt gesund. Und ich würde sagen, lass der Mama doch jetzt mal einfach gratulieren hier, oder? Ja, natürlich, alles. Herzen, Digga. Happy Birthday an Bakits Mutter. Ich weiß nicht seinen richtigen Namen. Auf jeden Fall alles Gute, viel alles Glück Gute. Und viel Gesundheit vom Herzen. Nein. Peace out, Leute.